jetzt müssten auch gleich. Erstmal finden wir wieder Pfeile unnötigerweise und jetzt kommen auch Ratten. Die Ratten sind um einiges nerviger als die Trolle. Genau deswegen, weil sie weglaufen. Das heißt, die laufen weg, warten, bis sie. Ich weiß nicht, ob die sich regenerieren, aber warten eine bestimmte Zeit und kommen dann wieder, um auf ihn drauf zu hauen. Das Schlimmste ist, dass sie nicht viele. Ich glaube, dass wir hier leben noch. Die nächsten Ratten. Das sind kleinere, die bringen nur eine Erfahrung. Oder einen Erfahrungspunkt. Und sie haben sogar was bei sich im Gegensatz zu den Trollen. Ja, wofür dieses Rad oder Mühlenrad auch gut sein mag, ich weiß es nicht. Was ich vergessen habe zu zeigen, glaube ich. Wir haben auch so einen Brief erhalten. Könnt ihr auch durchlesen, werde ich wieder nicht. So. Und wie gesagt, wenn man was in der Gegend, also nicht in der Gegend, aber in der Nähe von etwas aktiviert, dann bewegt sich das gesamte andere. Wenn einer weiß warum, soll das gerne, oder soll das mir gerne mitteilen. So. Scheiße. Es ist die Fackel ausgegangen, weil wir zu tief im Wasser waren. Also man kann bis zu einem bestimmten Punkt auch noch im Wasser sein, mit Fackel, aber irgendwann, ja. So, jetzt frage ich mich, was ich kriege. Es kann sein, dass ich eine gute Waffe kriege oder dass ich nichts kriege. Und wir kriegen einen Fell. Aber Fellhelme sehen scheiße aus, also werden wir den nicht anlegen. Außerdem hat er, glaube ich, dieselben Werte wie der, den wir jetzt haben. So, hier ist auch nichts. Nein. Wo immer auch Metalcore sein geiles Schwert her hatte, also... Ich weiß es nicht. Also beim ersten Mal durchspielen dachte ich, man kommt hier raus, aber naja, nach 5 Minuten dagegen rennen habe ich dann auch mitgekriegt, dass es nicht so ist. So, wieder Orientierungsprobleme. Dann hier immer den Brettern folgen. Okay. Die Mine scheint sehr lange schon leer zu stehen. Und hier ist der nächste Troll. Scheißvieh. Ist wieder mehr nervig als irgendwas anderes. Oh, scheiße. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Oh, schon 8. Und tot. Wie ihr es vielleicht schon merkt, also als Krieger werde ich eher zurückweifen. Zurückweichen. Also ich werde das Blockieren-Talent eigentlich nicht, nicht benutzen, aber auch nicht ausbauen. Ich finde Zurückweichen einfach cool. So. Und das nächste Viech ist tot. Jetzt müsste es auch so gut wie geschafft. Okay. Das kann ich nicht. Der Magie zu Ehren, guter Freund. Ich glaube, ich bin euch einige Antworten schuldig. Stammt dieser Brief von euch? Nun, mehr oder weniger. Mein Ansinnen war es, mit allen Begabten zu sprechen. Aber wie es aussieht, seid ihr nun der einzige Überlebende. Ihr müsst mir glauben, dass ich von diesen Bestien nichts wusste. Es sollte ein sicheres Treffen werden, ein... Nein, wir haben jetzt keine Zeit für lange Reden. Hört zu. Ich leite eine, nun, spezielle Vereinigung, die sich der Orden nennt. Ihr habt mit Sicherheit noch nie davon gehört, denn diese Vereinigung ist verboten und wird verfolgt. Wir haben es uns nämlich zum Ziel gemacht, den wenigen Begabten unseres Landes die Kunst der Magie zu lehren. Magie wird von den meisten Menschen als etwas Unheimliches und Böses gesehen, und es ist nicht mehr erlaubt, sie zu benutzen,
seit der Kanzler Baratheon uns regiert. Da aber unser Wissen bewahrt werden muss, führten wir die Ausbildung fort, dem Verbot des Kanzlers zum Trotz. Natürlich im Geheimen, denn kein Außenstehender darf davon erfahren. Und so ließen wir all jenen, die begabt sind und die Kunst der Magie ausführen können, einen Brief zukommen. Ihr habt auch einen bekommen. Ja, ihr seid einer dieser Begabten. Es ist eine seltene Gabe, die ihr in euch tragt. Nur wenige können das arkane Gefüge der Welten antasten und noch wenigere wissen von ihrem Glück. An diesem Ort hier glaubten wir uns sicher vor dem Kanzler. Es gibt kaum einen Abgeschiedeneren im Tal. Deshalb sollte hier unser Treffen mit den Begabten stattfinden. Aber anstatt ihnen von ihren besonderen Fähigkeiten zu erzählen, haben wir sie unwissentlich in den Tod geschickt. Yep. Das Schicksal hat uns übel mitgespielt. Doch wenigstens ihr seid noch am Leben. Daher mache ich euch nun ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ich biete euch an, euch unserem Orden anzuschließen und die Künste der Magie zu erlernen. Bitte lehnt nicht ab, denn wenn ihr es tut, wisst ihr zu viel und könntet die Sicherheit des Ordens gefährden und damit eure eigene, wenn ihr versteht. Tretet ihr uns nun bei? Obwohl, nun ja, genau genommen habt ihr überhaupt keine Wahl. Die Frage war eher rhetorischer Natur. Ich kann euch mit dem, was ihr jetzt wisst, ganz unmöglich gehen lassen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass diese Aufnahme eine große Ehre bedeutet und euch den Weg zu großer Macht bereitet. Seht es also bitte nicht als Bürde an, zu uns zu gehören. Euch wird kein Nachteil daraus entstehen. Sicher. Als erstes müssen wir jegliche Aufmerksamkeit von euch ablenken, damit ihr ungestört eure Ausbildung beginnen könnt. Ich gebe euch eine Nachricht. Sie trägt das Siegel des Kanzlers und darin steht, dass ihr für die Armee eingezogen wurdet. Natürlich nur zum Schein. Überreicht die Nachricht eurem Meister Aratornias in der Abtei von Tirin. Er wird denken, ihr würdet in der Armee dienen und euch nicht hinterher schnüffeln. Dann kommt in das Magiersanktum. Ihr kennt diese Anlage bestimmt. Schließlich habt ihr sie täglich von der Abtei aus gesehen. Es ist der aus weißem Stein gemauerte Turm auf dem Berghang im Osten des Tals. Hier, nehmt zur Sicherheit auch noch diese Wegbeschreibung. Besorgt euch etwas Ausrüstung und vor allem, meidet die Handlanger des Kanzlers. In Nerim herrscht Krieg, und wenngleich dieser nur im Nordreich, weit weg von hier ausgefochten wird, so sind die Soldatenpatrouillen doch allgegenwärtig. Naja. Wenn ihr noch Fragen habt, besprechen wir sie im Sanktum. In Sicherheit. Kommt heil an und trödelt nicht zu lange. Ich erwarte euch. Dann hier vorbei. Ich habe ja die Urversion gespielt und da war es noch so, dass es einen lustigen Bug gab. Nämlich es konnte sein, dass der Mersul, also der uns gerade angesprochen hat, uns nicht anspricht. Ja, und man sozusagen weiterläuft. Und da konnte man auch noch durchs Feuer laufen. Also wenn ich es jetzt versuche, dann würde ich sterben. Ach ja, und wegen dem Schicksal, also das Spiel heißt ja auch Am Rande des Schicksals. Und Schicksal hat eine sehr große Bedeutung. Das werdet ihr aber alles noch sehen. Wahrscheinlich in 100 Parts aber so oder so, aber naja, sowieso, bis hierhin und nicht weiter. Ich werde jetzt gucken, wie das mit dem Schneiden aussieht und ja, werde mich dann irgendwann mal wieder melden, also ciao.